Der Stand der Gesetzeslage in Deutschland hinsichtlich von Fracking sieht derzeit so aus, dass Fracking weder verboten ist, noch dass es ein Moratorium gibt, noch dass es rechtliche Regelungen gibt, wie Fracking durchzuführen ist. Im Moment haben wir eine Gesetzeslage, wo im Prinzip Fracking durchgeführt werden könnte. Was wir brauchen, ist ein Verbot oder zumindest ein sehr weitreichendes, zeitlich weitreichendes Moratorium. Ist Fracking praktisch erlaubt in Deutschland? Im Moment ist Fracking praktisch erlaubt. Wir wissen nicht, wie die Gerichte entscheiden, weil das Bundesberggesetz eigentlich auf die Fracking-Problematik überhaupt nicht eingestellt ist. Da wir keine Regelungen haben, ist es für alle Beteiligten natürlich unsicher, wie Gerichte entscheiden würden, ob sie sagen, das, was hier an Regelungen da ist, reicht überhaupt nicht aus. Fracking ist so nicht genehmigungsfähig, aber das kann im Moment keiner entscheiden. Wir hätten lediglich das Problem gehabt, wenn die Gesetzesentwürfe von Altmaier und Rösler aus der letzten Legislaturperiode so verabschiedet worden wären, wie das vorgesehen war, dass ganz klar gewesen wäre, dass Fracking möglich ist in Deutschland und damit hätten wir einen erheblichen Rückschritt gehabt. Wissen Sie, ob schon irgendwo in Deutschland Fracking durchgeführt wird oder ob es schon Probebohrungen gibt? Also man muss hier unterscheiden zwischen dem sogenannten horizontalen und dem vertikalen Fracking. Worüber wir uns hauptsächlich unterhalten, sind die sogenannten Horizontalbohrungen. Da hat es Versuchsbohrungen gegeben, das wissen wir. Aber hier ist noch kein Einstieg erfolgt in das industrielle Fracking. Sie haben in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass Fracking im geplanten Koalitionsvertrag behandelt wird, und zwar, dass es da kein Verbot geben wird, sondern nur eine Regelung. Können Sie ein bisschen erläutern, wie ist im Moment der Koalitionsvertrag? Also im Moment sieht der Koalitionsvertrag so aus, dass die Linie von Altmaier und Rösler weitergefahren wird. Das heißt, eine Umweltverträglichkeitsprüfung im Bereich des Bergbaus für Fracking. Das bedeutet, dass Fracking als tendenziell umweltverträgliche Technologie anerkannt würde. Das wäre ein erheblicher Rückschritt. Es geht darum, das Wasserhaushaltsgesetz anders auszulegen. Was bisher völlig unklar ist, ist, welche rechtlichen Regelungen konkret alle ergriffen werden sollen. Es ist so, dass die Koalition sich vorgenommen hat, in einen großen Forschungsprozess einzusteigen. Wir sehen das ausgesprochen kritisch, denn wir wissen aus den USA und aus anderen Ländern, dass die Umweltschäden immens sind. Das braucht man nicht hier nochmals zu erforschen. Es geht darum, dass die Koalition sagt, dass sie den Einsatz umwelttoxischer Substanzen verhindern will. Nun ist völlig unklar, was diese umwelttoxischen Substanzen auszeichnet und warum fallen nicht darunter auch humantoxische Substanzen oder überhaupt alle Gefahrenmerkmale nach dem europäischen Chemikalienrecht. Und selbst wenn wir diese ausschließen würden, hätten wir das Problem, dass Grundwasserverunreinigungen immer noch nicht auszuschließen wären, weil hochsteigendes Lagerstättenwasser, was radioaktiv belastet sein kann, das mit krebserregenden Stoffen belastet sein kann, mit Schwermetallen, dass dieses auch in Grundwasserleiter wieder aufsteigen kann. Der Koalitionsvertrag ermöglicht eigentlich eher den Einstieg in Fracking, als dass er dem Ganzen ein Ende bereitet. Aber ist es nicht zu begrüßen, dass diese chemischen Stoffe, die umweltschädlich sind, in dieser Regelung verboten würden? Das ist absolut unzureichend, weil die Grundwasserkontamination durch Lagerstättenwasser, die Erdbebenproblematik, die miserable Klimabilanz und viele Probleme mehr völlig unberücksichtigt bleiben. Also wir könnten mit Felsquellwasser fracken und wir hätten einen Großteil der Probleme immer noch. Welche Regionen in Deutschland könnten am ehesten Ölfirmen interessieren, die Fracking machen wollen? Also wir haben einen ganz großen Run, so wie ich das sehen würde, auf Norddeutschland, insbesondere Niedersachsen. Betroffen wäre Nordrhein-Westfalen, betroffen wäre Hessen. Und wir kennen ja immer noch die Pläne, die es gegeben hat, unter Umständen auch Fracking am Bodensee durchzuführen.
Und man kann das eigentlich sehr gut absehen an den sogenannten Anträgen zum Aufsuchen von Bodenschätzen. Da sind ja verschiedene Länder schon richtig überdeckt mit potenziellen Frackingfeldern für die Zukunft. Und das sieht man eben halt in Niedersachsen, man sieht es in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Hessen und eben auch ein Stück weit jetzt auch in Baden-Württemberg. Was wir beobachten und was uns mit großer Sorge erfüllt, ist, dass die Umweltminister in den Ländern ihre Verantwortung nicht wahrnehmen. Die Umweltminister und auch Wirtschaftsminister in den verschiedenen Bundesländern müssten aus unserer Sicht frühzeitig einschreiten, um die sogenannten Aufsuchungserlaubnisse, das ist der erste Schritt in einem solchen mehrstufigen rechtlichen Fracking-Verfahren, um Fracking zu verhindern. Also die Umweltminister müssten eingreifen, müssten, wie es in Hessen geschehen ist, ein sehr aufwendiges Prüfungsverfahren einleiten, was auch am Ende mit der Versagung einer Erlaubnis enden kann. Was wir sehen ist, in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein, in anderen Bundesländern, dass die Umweltminister davor zurückweichen, diese Prüfung nicht durchführen und sagen, sie müssten eine Genehmigung dieser Erlaubnisse erteilen. Und das halten wir für grundfalsch, das halten wir auch mit dem Bergrecht nicht für vereinbar. Und wir fordern die Umweltminister auf, endlich tätig zu werden und die Verfahren nach Recht und Gesetz durchzuführen, so wie sie vorgeschrieben sind.